Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Let's Play von 94 Grad. Ich habe es ja schon angespielt gehabt, einige haben es gesehen. Und ich dachte mir, ich finde das Spiel so toll, dass ich einfach mal Let's Playen muss komplett durch. Ich habe irgendwie gelesen oder so, es gibt nur 100 Level. Das heißt also, ich war schon allein beim Angespielt etwa so ein Drittel durch. Und deswegen dachte ich mir, ach komm, machst du es einfach mal. Es sieht ganz schick aus, macht auch Spaß. Und gehst einfach mal auf das Maximallevel zu. Okay, die Parts werden so, keine Ahnung, 7-8 Minuten jedes Mal sein, weil die Pins, ich werde durch die Pins begrenzt sein. Wenn wir erstmal einen Spieler machen. Unten links, unten seht ihr, Pins, 50 Pins habe ich, aktuell 416 Dings anscheinend auch. Ich habe es gerade resettet gehabt von meinem angespielt im Modus her und habe anscheinend die Coins und die Pins behalten, die maximierten. Und ja, jetzt kann ich also, ja, jetzt habe ich 50 Pins, das heißt, ich kann 50 Antworten maximal geben erstmal, dann müssen sie sich wieder refreshen. Und ja, das erste Mal müssen wir jetzt Deutschland pinnen. Das heißt also, mir wurde auch gesagt, was Deutschland ist, ja, da. Irgendwie bin ich gerade, Moment, warte mal. Deutschland? Ach, das ist ja der hier. Oh. Das war, was war da unten? Ich glaube, das war Spanien. Ne, Spanien war noch weiter unten links. Ja, okay, konzentrieren. Das war schon der erste Fehler sozusagen. Ihr seht da unten 48 Pins habe ich jetzt nur noch. Danach müssen sie sich, ich weiß nicht, inwieweit oder wie schnell die sich aufladen. Also Werbung natürlich, muss ja auch sein. Und ja, ich bin, glaube ich, bis Level 30 gekommen im Angespielt. Und mal schauen, wir werden, denke ich mal, locker die Level 100 schaffen. So, Brustmuskel, ne? Kennen wir ja alle schon aus dem Angespielt eigentlich. Das heißt also, wer es angespielt hat, wird sich jetzt ein bisschen verarscht bekommen, dass er es nochmal machen muss. Oder nochmal anschauen wird. Und da haben wir den, da haben wir den Ringfinger. So, wir kriegen halt jedes Mal Coins dazu. Habe ich jetzt die Coins verloren? Ich habe doch gerade 516 gehabt, oder? Jetzt habe ich noch 428. Oder irre ich mich nicht? Ich hätte gerade 516 gehabt. Okay, gut, dann hat sich das anscheinend doch resettet, war beim ersten Mal nun nicht ganz richtig. So, die Schaufel natürlich, ist ja logisch. Jeder kennt eine Schaufel, jeder sollte jetzt wissen, wie eine Schaufel aussieht. Okay, Herausforderung gibt es dann auch noch. Fast Food. Da haben wir, wo haben wir denn Fast Food? Na, wo ist es? Ich finde, da ist Burger King. Siehst du, ein riesig fettes Burger King-Symbol und ich sehe es einfach nicht. Okay. Werden Sie Premium-Mitglied, bekommen Sie einen Pin für jede richtige Antwort auf den ersten Versuch. Nö, danke. Gut, also ihr seht auch immer eine Herausforderung. Oder nächstes Level bis zur Herausforderung. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Also beim Angespielt sind wir auch nicht bis dahin gekommen. Jetzt sollen wir ein Viertel des Seils markieren. Also das erste Viertel des Seils markieren. Sind wir da bei 100% und da und ich würde sagen hier einfach mal so da etwa. Theoretisch könnte man jetzt auch die Knoten zählen. Sie haben 25, 94 Grad Antworten auf den ersten Versuch geschafft. Das ist halt auch noch mit dem, ah ja, die Blizzard-Werbung von Diablo? Nee. Egal, lassen wir das. Lassen wir das. Ich hätte es mir gerne angeschaut, aber ich möchte euch die Werbung nicht antun. Gut, Jambi, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, verdammt, wo war es denn gewesen? Waren das Jambi? Naja, nicht ganz. Das da? Ja, doch, das war das Jambi, okay. Jetzt habe ich natürlich wieder Pins verloren, also insgesamt zwei Pins bei diesem Level jetzt. Und wie gesagt, die füllen sich dann halt auf. Meeresschildkröte. Doch, also es sind anscheinend immer die gleichen Fragen. Auch wenn man es neu anfängt, sind es anscheinend die gleichen Fragen. Ich muss aber trotzdem überlegen, weil das schon wieder eine Weile her ist. Ein Blütenblatt. Das ist ja recht einfach, oder? Das ist ein Blütenblatt. So, nächste Level 10, nächste Herausforderung, keine Ahnung. Halt Vorfahrt gewähren. Oh Gott, das hat man beim letzten Mal schon. Das müsste das Stopp gewesen sein, ne? Stoppschild. Oh ja, bin ich gut. Ich hab's schon merken können noch. So, Bizeps. Ja, ja, kennen wir auch. Nicht so schade, dass die Fragen nicht random kommen, sondern wirklich fest und starr hintereinander. Finde ich jetzt ja nie so geil. Ne, das wollte ich auch nicht haben. Ich wollte eigentlich die Scheiße wegklicken. Aber da gab es kein einziges X davon. Sagt euch, hier gibt es kein X, ey. Muss man sich die Kacke ändern? Doch, man muss einfach nur draufklicken. Man muss draufklicken. Sternzeichen in der Pension, die am 28. Februar geboren wurde, waren, glaube ich, was war es gewesen? Fische, ne? Deswegen müsste das dann sein. Richtig. Fischgen. So, Level 13. Was lädt? Was lädt? Was lädt? Ein Basketball. Na gut.
Genau, es müsste der Basketball sein. Richtig. So, was haben wir hier? Lipgloss. Okay. Hatten wir die Frage mal angespielt? Das ist eine gute Frage, ob wir die Frage mal angespielt haben. Vielleicht ist das doch random. Bayern. Das ist ja die Deutschlandkanne, müsste das Bayern sein. doch random kann das sein. Wie gesagt, schon eine Weile her. Mexiko, ja, das ist Tatsache wirklich. Nee, ist nicht random. Mexiko war hier oben, glaube ich, gewesen. Ja, nee, ist nicht random. Glaube ich zumindest nicht. Der innere Kern. Okay. Innerer Kern wird dann bestimmt das ganz Innerste sein, oder? Würde ich mal tippen. Was könnte das sonst sein? Der äußere Kern, wenn es der innere Kern sein soll, oder wie? Geh mit dem Premium nicht auf den Sack. Ein Eckkreis. Kann man hier näher, man kann sogar näher rankommen, ist ja auch cool. Damit man genauer ist. Ist doch schick. Und gelb, genau, das war das Superman-Symbol. Gelb war gewesen. Superman war, glaube ich, rot gewesen, oder? Ach, keine Ahnung, ich tippe einfach mal vorhin. In der Hoffnung, ich hab's richtig. Ich hab's sogar richtig, wirklich. Cool, cool. Geodreieck 100 Grad Winkel. Das heißt also, wir gehen mal ein Stückchen näher. Dann sind wir hier. Da so in etwa müssten die 100 Grad sein. Oh yeah, bin ich gut. Ja, das flutscht doch. 28 Pins haben wir leider nur noch. Also, wir kommen aber weiter. Das 30. Level in etwa mit dem, mit den ersten Pins. Zwei Drittel des Rohres. Sind wir bei etwa da unten, würde ich meinen. Zwei Drittel des Rohres. Achso, warte mal. Achso, dann wird's hier hinten sein. Immer noch nicht. Zwei Drittel des Rohres. Ich fange von da hinten an. Da haben wir das erste Drittel einfach. Müsste es denn hier sein? Ja, warum nicht gleich so? Warum nicht gleich überlegen? Die schwarze Kugel war, glaube ich, in der Mitte gewesen. War es Mitte oder ganz vorne? Okay, war Mitte gewesen. Super. Level 23. Auto auf dem ersten Platz. Da muss ich überhaupt gar nicht überlegen. Das war das gewesen hier hinten. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. 8 bei 7 wieder 56. Das hat sich nicht viel geändert. Die 56 immer noch da. Das ist schade wirklich, dass es nicht randomized wird. Also man hat wirklich starre Level. Aber nach der 30 ist es dann halt wirklich komplett neu für mich. Also für euch dann auch wieder neue super tolle Action hier. Wo ich dann wieder knobeln muss. Und das war Italien gewesen. Gut, das war locker. Einfach Gepard war glaube ich irgendwie hier sowas 110, 120 km/h. Genau, 105 bis 120 km/h. Ja, ja, ein deutscher Schäferhund, der Wauwau da hinten. Der Wauwau. Immer noch 19 Pins, das ist sehr cool. So. Mittlerer Schneidezahn. Ich würde aber sagen, wir machen mal ganz hier kurz eine Pause. Wir gehen mal wieder zurück. Level 28 sind wir. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder von 94 Grad. Dann gibt es fast neue Level, zwei Level nur noch. Dann sind neue Dinge. Und ich freue mich drauf auf jeden Fall. Das war bis jetzt so ein bisschen Aufwärmphase noch, so ein bisschen zurückerinnern. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von 94 Grad. Ciao, Leute.